Willkommen auf meinem Spielplatz, es ist an der Zeit. Du Small Feather Games und die Knarre liegt bereit. Ob bei Call of Duty oder Battlefield, ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt. Also los, Diabos, hebt die Daumen, ihr könnt euren Augen trauen. Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen. Das ist der Halo-Effekt, du findest alles Gute hier. Und am Ende des Tages merkst du, er ist hier das Alpha-Tier. Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Sky ist am Start, genauso wie eine kleine Runde des wohl intelligentesten Spiel, was wir je Let's Played haben. Mit so viel Einfallsreichtum. Um euch einfach mal zu zeigen, nach den ersten Folgen, die wir jetzt in der Kampagne gemacht haben, um euch zu zeigen, dass ich das Spiel eigentlich wirklich mag, spielen wir heute mal online mit ein paar Leuten. Diesmal aber so eher alleine. Ich hoffe, dass ich auch richtig austicken werde. Ich hätte mal richtig Bock zu mal zu zeigen, wie ich austicke. Ich kann ein ziemliches Arschloch sein beim Online-Spielen. Und ja, sind deswegen jetzt hier in diesem Mehrspieler-Menü. Begeben uns jetzt bei Xbox Live rein. Festplatte Onslaught. Kaufen Sie ab sofort Call of Duty Ghost Onslaught. Das erste DLC-Pack für Call of Duty Ghosts bietet 4 einzigartige Mehrspielerkarten, ein neues Sturm-Scharfschützengewehr und den ersten Teil der auf 4 Episoden angelegten Extinction-Geschichte. Besuchen Sie die im Spiel speichern aus, um mehr zu erfahren. Besuchen Sie die im Spiel speichern aus und jetzt egal, fortsetzen. 4 epische Karten zu einem großartigen Preis. Sichern Sie sich alle 4 epischen DLC-Karten, jede mit einer Sammlung frischer Mehrspieler-Inhalte auf Call of Duty Ghosts. Zum Sonderpreis verglichen mit dem Einzelkauf. Außerdem erhalten Sie das Teamleiter Digipack. Fortsetzen. Wir wollen uns dem gleich nichts kaufen. Wir sind auf Level 48. Ich weiß, ziemlich schwach. Die habe ich mir jetzt letztens einfach gekauft, weil ich zu viel Kohle hatte sozusagen und ich wusste nicht, was ich damit anfangen sollte. Daher habe ich mir jetzt erstmal alle hier dazu geholt. Aber im Endeffekt haben wir nur diese Klasse hier wirklich ausgebaut mit den ganzen Produkten hier. Wir könnten eigentlich mal eine komplette... Ich weiß nicht, kann man auch während des Spielens... Also wenn ich jetzt in der Spielersuche bin, könnte ich dann auch auf... Wenn ich jetzt das hier zum Beispiel nur mit Sturmgewehren, das mit Scharfschützengewehren, das mit MGs und hast nicht gesehen, mit MPs und sowas machen würde, könnte ich dann sagen, okay, jetzt möchte ich auf den hier überwechseln, jetzt möchte ich auf den hier überwechseln, jetzt möchte ich auf den hier überwechseln. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aber weißt du, was wir machen könnten? Wir könnten mal hier... Ich habe sowieso keine Ahnung, was mit dem ganzen Scheiß soll hier. So, jetzt haben wir noch 17. Scheiß doch, der... dreckige Hund drauf. Jetzt haben wir hier auch komplett voll. Yay. Aber das ist so meine Klassen hier. 2 MGs. Weil ich beide total geil finde. Das ist so die Sache. Spielersuche. Standard. Was für ein Spiel? Wenn sie ein... schalten. Ach, das ist jetzt neu hier. Waffenspiel. Das ist cool. Lass uns Waffenspiel machen. Waffenspiel ist toll. Ich will Waffenspiel spielen. Habe ich auf bei Black Ops 2 extrem gerne gespielt, ey. Extrem gerne. Machen wir mal diese. Ne, ich will diese Map, die ist besser. Ich habe eigentlich auch gar nicht so vorbereitet. Ich dachte wirklich mal, komm, ich wollte eigentlich gerade die Kampagne anfangen, habe ich gesagt, oh ne. Nicht schon wieder. Das hast du noch nicht verkraftet. Deswegen nehmen wir jetzt mal hier das hier auf und ich weiß nicht, welche Folge als erstes hochgeladen wird, entweder das hier. Auf jeden Fall wollte ich ein kleines Update zu Minecraft halt nochmal zeigen, weil ich einmal das Schloss im Himmel gezeigt habe. Das wollte ich jetzt nochmal, ist ein bisschen was dazugekommen bei der Map und das wollte ich halt nochmal dazu zeigen. Das kann man auch, weiß nicht, welche als erstes, also das jetzt ist das erste, was ich aufnehme. Schauen wir mal, was danach. Also danach halt Minecraft, aber ich weiß nicht, welches davon ich als erstes hochladen werde. So, wir haben hier 2 Megapisteln am Stissel. Ist klar. Wir können 2 Magazine damit voll knallen, also leer ballern. Dann legen wir mal los, Ghost-Truppen. Denkt dran, immer schön rutschen. Ich höre da ein.
Ich höre einen. Eindeutig. Bin ich blöd? Wahrscheinlich sind die anderen schon viel weiter. Hui! Okay, die sind komplett woanders, habe ich das Gefühl. Ich habe das auch bei Dingens gespielt. Ich weiß nicht mehr, wie hieß das nochmal? Bei... Boah, fick dich! Bei Battlefield. Hab ich auch ganz gerne gespielt, Waffenspiel. Es ist ein lustiger Spielmodus. So zum Aufwärmen. Alter. Ja, weil ich am Anfang zu viel rumgeblödet habe. Das war mein Fehler. Ha! Weil ich der Beste bin! The best! Scheiße. Ich bin erst bei der ersten Shotty, also nach der Pistole kommt direkt eine Shotty. Okay, jetzt. Oh, fuck! Mich gerade umdrehen. Ich bin voll weit abgeschlagen. Aber es liegt auch nur an meiner unvergleichlichen Spielweise. Aufpassen, dass nicht einer. Boom, baby! In your fucking face! Wow, das war knapp! Ich will ja auch nicht campen oder sowas. Ach, scheiße! Das ist erledigt. Das war gar kein Problem für mich. Schon zu Ende. Oh Gott, waren wir schlecht. Okay, das nehme ich auf meine Kappe. Das war wirklich schlecht von mir. Weiß nicht, wie viel da bin ich denn noch. Ah, ich bin noch auf den vorletzten Platz. Nochmal mein Kampfmesser, nicht irgendwie Schießkampfmesser. Okay, cool. Ich bin eigentlich besser drin. Also ich fand es bei Battlefield ein bisschen lustiger. Da musstest du zwei Kills mit der einen Waffe machen. Dann bist du erst aufgestiegen. Fand ich voll cool eigentlich, die Idee. Komm, nehmen wir Tremor. Mach nochmal eine Runde. Gejagt, frei für alle, ey. Das stelle ich mir auch richtig schwer vor, ey. Ja, mal, ich und mein Cousin haben mir dieses Alien-Spiel gespielt und das macht viel mehr Fun als dieses Zombie-Kack-Ding. Ohne Witz, ey, das ist so hardcore. Wir haben das so zweit gemacht und wir kamen nicht wirklich. Also wir sind schon ein bisschen vorwärts gekommen, aber nach einer Zeit wurde es einfach wirklich zu schwer, ey. Da musst du echt zu dritt, zu viert spielen. Aber wenn einer auf dem Boden liegt und der andere sich um den Rest kümmern muss, ey, dann musst du sie noch währenddessen aufpäppeln, der auf dem Boden liegt und dann noch sich vor den Leuten verteidigen und sowas. Hardcore. Ja, wir spielen alleine. Warum auch nicht? Das macht auf jeden Fall sehr viel Sinn. So, jetzt. Schönes Bild. Jetzt geht's los hier. Ja, noch so diese anfängliche Gedönse. Ich habe auch das Gefühl, so wirklich, das Einstellen vom Aussehen her macht kaum einer so richtig intensiv. Ja, weil irgendwie. Also es fehlt wirklich dieses eigene Emblem herstellen. Das fehlt richtig. Das würde eigentlich nochmal richtig schöne Eigeninnovation halt hervorbringen. Und hast nicht gesehen, vor allem, dann könnte ich nochmal Renamon nochmal machen. Ich meine, das Ding hat ja jetzt schon über 650, 670 Aufrufe oder sowas. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, ich kann mich jetzt auch täuschen, aber wo waren es 500? Lass mich jetzt lügen. Nee, sorry, ich glaube falsche Angaben. 570 so in den Dreh rum. Ach, keine Ahnung, guckt selber nach. Und wo ich mich richtig drüber freue, ist Legende der Wächter. Erster Film sozusagen, also die erste Folge.
über 400 Aufrufe, ey. Da habe ich mich schon ein bisschen gefreut. Und alter Sau, das ist eine Pistole. Wesentlich besser gegen eine Shotty ist, ey. Hoppala! Ich muss gar nicht jetzt mal mit der. Was war das denn jetzt? Seit wann hat man so eine Waffe? Ich dachte eben gerade einen Sniper. Bitte. Bitte. Scheiße, das war ein super Lauf jetzt, also mein lieber Scholli. Oh, das war schlecht gerutscht. Ich hab gerade gedacht, ich hätte eine Shotty, ey. Fuck it. Ja, warum nicht? Ah, scheiße! Sorry, ich bin gerade ein bisschen konzentriert. So, den haben wir. Wurden von einem Vibe mir gemetzelt hier, ey. Granaten habe ich keine. Sorry, aber da blieb mir jetzt nichts anderes übrig. Ja, er kommt nicht da durch. Okay, coole Sache. Eigentlich wollte ich, dass wir sie hier wegmachen. Dann kam ich dazu nicht gerade. Boom, Baby! Eine Doppelwaffe und dann Visier drauf. Was bringt das einem? Man kann sowieso nicht ranvisieren. So, wir sind bei der letzten Waffe. Mir fehlt so ein bisschen die Armbrust. Das ist jetzt schwierig. Alle anderen können natürlich jetzt bestens nicht auf Distanz rotzen. Du kannst nur versuchen, von hinten zu kommen. Ach! Verdammte Scheiße! Geht doch! Boom, Baby! Da haben wir uns auch den ersten Platz geholt. Es ist auch schon mal was. Guckt euch das an! Pow! Und da dreht er sich oben plötzlich in einer krassen Choreografie um. Und ich ramme ihn einfach das Messer rein. Boom! Apokalypse Now. Ich finde das geil, dass diese Map während des Spiels sich auch vollkommen verändern kann. Das ist auf jeden Fall sehr nice. Finde ich cool. Ein Super Squirrel, Super Eichhörnchen hatten wir auch dabei. Und ein Abruf. Hast eine Liste aktualisiert, steht zur Verfügung. Die Liste aktualisieren, die jetzt heruntergeladen. Das freut mich. Gejagt frei für alle, ey. Boah. Das stelle ich mir ziemlich hardcore vor. Das versuchen wir mal. Weil Gejagt an sich ist eigentlich schon so recht schwierig. Ah, frei für alle. Lieber Scholli, ey. Ja, mein Auto hat jetzt auch den Geist aufgegeben. Wollte plötzlich nicht mehr. Die ganze Zeit ist es am Fahren gewesen. Jetzt gebe ich Gas. Auf einmal... Oh yeah, ich hab mal Fett Kinect an und lass mal alles voll laufen, weil das jeder hören will. Oh yeah, vor allem die Kinderstimme. Best man ever. Alter, ey, halt die Fresse. So, hier. Gejagt.
Okay, sind aber ein paar mehr Kisten zur Verfügung als in den normalen. Dann gehen wir jetzt erstmal vorbei. Anscheinend auch unendlich. So. Hör rein. Der Arsch ist über mir. Bleib stehen, du Affe! Ach! Kam ein bisschen spät jetzt rein. Niederlage. Ja, was hätte ich auch machen sollen? Die alle hatten jetzt schon super Waffen. Yay! 1-1-1! Das ist sehr gut. Der Lean-Test hat anscheinend alles weggerotzt. Kann ich nicht verstehen. Gleich die Level 49 erreicht. Man kriegt auf jeden Fall ziemlich schnell. Guckt, ich bin jetzt schon wieder bei 22 Truppenpunkte. Es geht verdammt schnell. Ja, ich bin halt ein Kacknoob und hab mir Hardliner reingeknallt, ganz klar. Auch hier bei den meisten habe ich hier Doppelausrüstung reingeknallt. Musste sein. Oh! Jetzt spielen wir die Map. Also ich kenne Freight. Entschuldigung. Die ganzen Namen sind mir jetzt nicht so geläufig. Ich habe aufgehört, jeden Namen einer Map zu kennen. Sobald ich das Bild sehe, weiß ich, was das für eine Map ist. Feierabend. Ich könnte mal so einige Namen von den meisten Shootern nennen und sowas, aber ach, weiß ich auch nicht. Und die Neuheit des Tages habe ich jetzt von Game One auf GameOne.de habe ich das gelesen. Super Revolver, ich liebe diese Waffe. Ich hasse sie. Halo 2 Anniversary. Ich freue mich tierisch, Alter. Halo 2 ist meine Lieblings Folge, Serie. Mit den Waffen abwürfen, bewaffnen. Meine Lieblingsvariante, also mein Lieblingsteil der Spieleserie. Muss ich ganz ehrlich sagen. Gibt kaum was, was drüber ist, ey. Alle anderen fand ich nicht so. Ah, scheiße! War man ja nicht schnell genug. So, kann ich jetzt, Messer! Oh, verdammte Scheiße! Okay, jetzt geht's los. Super, die Waffe ist auch kein bisschen beschissen. Boah, ich bin jetzt ganz ruhig, um zu hören, ob jemand um die Ecke kommt oder so. Wir gewinnen diesen Kampf. Wir gewinnen diesen. Da ist doch einer die ganze Zeit rausgeguckt. Scheiße, ich hab den noch gerade so aus dem Augenwinkel gesehen. Ich weiß, es ist ziemlich feige, was ich eigentlich hier mache. Ich kann. Dickes MG verloren, ey. Das ist traurig. MG ist ja echt praktisch in diesem Spielmodus. Weil du wesentlich mehr Schuss hast, auch in der Art und Weise. So eine normalen Standard-Scheiße. Oh, fuck, da kommt er echt um die Ecke.
Affe. So, jetzt ist die Waffe natürlich weg. Das war dumm. Ach, komm, jetzt musste ich nachladen mit der Waffe. Okay, aber ey, ich schlag mich nicht gerade so schlecht. Es ist voll auf... Alter, ohne Witz, ey, das ist... Da muss ich so hart konzentrieren, ey. Leute, lasst mich doch jetzt mal in Ruhe. Ach, da kommt noch einer von hinten. Er hat auch eine scheiß Waffe jetzt gezogen, ey. Ach, komm! Halt! Halt! Ist es. Ach, da hat er echt jetzt einen Thomas Hawk geschmissen, ey. Wir haben keine Waffenkisten. Mich verarschen? Scheiße, ey. Da campt er echt an der Ecke. Halt, kommt eine Waffe runter. Leute, sich echt den ersten Platz. Ach, und warum? Weil es kann. Nicht schlecht, 25 auf 8. Serie 9. Also für frei für alle war das echt gut. Gut, das war der Spielmodus. Was machen wir jetzt als nächstes? Freefall. Ich habe Freefall noch nie gespielt. Komm, das machen wir mal. Ich hoffe, das ist jetzt die Map Freefall. Ja, die Map Freefall. Das ist gut. Bei Map Freefall habe ich noch nie gespielt. Aufgeputscht. Habe ich auch noch nicht gespielt. Dann wollen wir mal gucken, wie Freefall so ist. Sagt ihr, das ist eigentlich mit so die schönste Map bis jetzt. Gucken wir mal, ob das so stimmt. Also jetzt vom Bild her. Ja. Sieht nicht schlecht aus. Hm, was soll der Müll? Macht euch in die Arbeit. Kommt gerade erst rein und dann schon bum 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 bum. Aufgeputscht. Boah. Das kommt bereit. Los, stell's ab, du Affe. Verbündete SATCOM aktiv. Wir haben die Führung verloren! War doch gerade einer. Wir liegen in Führung! Achtung, feindliche Vorräte! Aufgeputscht! SATCOM bereit! Alter, ey! So kacke, wenn bei einer neuen Map, du weißt nicht, von wo sie überall kommen können. Dann bist du extrem vorsichtig. Ach, scheiße. Da, ey, da ist er echt an der Ecke am Campen, das Affenvieh. Und wieder Assist. Ich find's scheiße, dass du nur 20er Assist kriegst. Alter! Du Lackaffe! Aufgeputscht. Feindliche SATCOM gesichtet. Halt, halt. Ach. Kommen wir zur fünften. SATCOM bereit. Verbündete SATCOM aktiv. Aufgeputscht. SATCOM bereit.
Alter, jetzt bin gerade ein bisschen verwirrt hier, Alter. Weiß nicht, ob man es merkt. Wir werden mal eine andere Waffe hier stibitzen gleich. Also die Batschka kann ich eigentlich so in der Art und Weise empfehlen, weil du hier im Endeffekt vier... Oh, fuck it! Scheiße, das war so einer. Vier Aufsätze halt drauf knallen kannst. Was wirklich schon hardcore ist eigentlich in dem Sinne. Weil du hast automatisch... Ach, fick dich. Automatisch hast du Schalldämpfer drauf. So, dann hast du halt noch die zwei, das eine... Hier. Ja, stimmt, dann kannst du noch zwei normal. Du kannst auch einen dritten Aufsatz drauf knallen. Also wenn du halt dann das Perk freigeschaltet hast mit Level 46. Ach komm! Ach jetzt, leck mich am Arsch! So, willst du mich verarschen jetzt? Keine Petifure, Alter! Ja, nee, ey. Erstmal schön schlucken, die Schweine. Mission gescheitert. Ja, nächstes Mal, ey. Affenvieh. Entschuldigung. Muss jetzt aber mal sein. Leck mich im Arsch. Sind wir überhaupt? Unser Team hat verloren. Ich bin Zweiter vom Team. Naja. So, ich würde sagen, dann machen wir noch einmal eine einfache Runde Team Deathmatch. Und dann reicht das, glaube ich. Und dann werde ich mich gleich nochmal in meine Welt begeben. Und man darf sogar gespannt sein. Ich bin bei einem Kumpel jetzt zusammen was am Bauen. Ein großes Bauprojekt. Und das wird dann später, wenn es fertig ist, auch gezeigt. Also richtig großes Bauprojekt, ey, was Apfelringe und Gipfelkaskade, ja. Ist halt auf dem Kreativmodus und auf diesem Flachland-Level. Ohne irgendwas dabei, also auch keine Dörfer oder sonst irgendwas, es ist wirklich nur eine gerade Fläche. War so nötig in der Art und Weise. Aber es sieht jetzt schon verdammt cool aus. Also das kann man auf jeden Fall sagen. Wir sind schon ziemlich, ja gut, man hat es schnell aufgebaut, so dieses Großgrundstück. Hat man schnell aufgebaut. Aber es fehlt halt noch die komplette Straße, weil wir wollten nämlich eine komplette Straße halt darunter bauen. 1:1 nicht, aber halt mit den ganzen Häusern, die da stehen. Also die gleiche Anzahl an Häusern halt. Team Deathmatch. Weißt du was, wir können ja mal eine Runde snipen. Müssen wir vielleicht noch einen anderen Sniper mal zuholen mit einem normalen Visier. Kann ich ja nicht wechseln, ne? Ne, kann ich nicht so wechseln. Scheiße. Okay. Den Tanks einen schönen Day noch. Wo seid ihr denn alle? Wir haben die Führung verloren! Ach, ich guck ihn auch noch die ganze Zeit an, Alter. Ich guck ihn auch noch an. Ist das einer? Ist das jetzt oder vertue ich mich jetzt so? Fuck it off, Alter. Wie seid denn ihr eigentlich so mit der Ansicht, um jetzt die Xbox One besser vorrennen lassen zu können, oder auch für die PlayStation 4, nur noch für die PlayStation 4 und für die Xbox One Spiele rausbringen, weil, ich sag mal so, viele können es halt nicht auf Anhieb leisten, diese Konsolen. Und ich glaube, das war ziemlich knapp. Er ist auch ein Kumpel, weil er sagt ja, Halo 2 würde er sich freuen, wenn es nur für die Xbox One rauskommen würde, weil sie sonst... Ja, genau, habt ihr das gesehen? Ich bin schon längst um die Ecke und jetzt haben wir uns noch ballern. Teil geil, Alter, ey, macht so Fun. Ja,
weil er sagte dann, okay, dann wird es wieder Abkürzungen geben oder sowas, Abstriche geben, wäre doof. Deswegen soll es nur für die Xbox One rauskommen, Anniversary. Aber dann müssen wir es mit jedem einzelnen Spiel, was an sich... Gut, den anderen habe ich, was dann sonst jetzt rauskommt. Aber ich glaube wirklich, dass erst ab 2015 gesagt wird, so jetzt spielen, bringen wir wirklich alle Spiele nur noch für die PS4 und X1 raus. Ich glaube vorher, das wird sich nicht lohnen. Da würde, wenn es nur einer machen würde, der geht dann komplett bankrott dran. Der wird dann kein Geld an diesem Spiel verdienen. Es müssten, wenn jetzt wirklich alle Spiele machen, und dann würde es erst Sinn machen, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie ihr so jetzt drüber denkt. Aber ich glaube, noch am Anfang. Vor allem, ich denke mir auch, gut, du hast jetzt am Anfang, okay, machen wir es so. Nur noch alle für die Xbox One. Damit Grafiken keine Abstriche mehr gemacht werden müssen. Das ist doch scheiße eigentlich. Weil dann gewöhnen wir uns doch viel zu schnell an diese richtig coole neue Grafik. Und dann ist das auch nichts mehr Tolles mehr. Das ist ja das Problem. Daher finde ich das eigentlich noch so in Ordnung, dass man halt noch ein paar Abstriche macht, dass es hier und da ein bisschen besser auf der Xbox aussieht und sich dann jedes Mal neu überraschen lassen kann. Okay, Titanfall wird jetzt nur für die Xbox One und ja, für die Xbox One rauskommen. Ist in Ordnung, ja? Gut. Das war schlecht. Autsch. Aber so wirklich, wenn dann auf einen Schlag nur auch die und dann noch die gute Grafik, oh, dann hat man aber auch schnell die Vorfreude wieder verloren irgendwie. Also die Freude so während des Spielens halt, ist dann ja komplett irgendwie dann wieder sofort weg. Gutes Beispiel Halo 1. Als man Halo 1 da gespielt hat, war es die endgeile Grafik. Hätte man zu Halo 1 schon die Halo 1 Anniversary Grafik gehabt, dann wäre das heutzutage wieder nichts Tolles. Also so hast du echt gedacht, okay, Halo Anniversary 1 sieht schon ganz nett aus. Mhm, ja. Kann man so machen. Aber als man also umgewechselt hat auf die alte Grafik. Mein lieber Scholli, ey. Die One-Hit-Wonder-Waffe, Alter. Ohne Witz. Satcom-Verbindung aktiv. Verbündete Satcom aktiv. Na, fuck! War ja schneller, der Arsch. Oh, da oben hin rennen zwei. Feindliche Satcom gesichtet. Sie haben die Satcom zerstört. Sie haben die Satcom zerstört. Ja, hab da oben einer rumgammelt. Wir haben gerade zwei gesehen. Das ist down hier. Ah, ficken! Autobombe! Ich habe das Gefühl, dass meine Kollegen irgendwie gar nichts einsetzen. Ja, ist genau, Assist 20. Mit alle drei Kugeln ist der Typ tot. Ich habe gerade zweimal getroffen, wo mindestens vier Kugeln getroffen haben. Und ich krieg einen Assist von 20. Yo! Yo! Yo, yo! Yo, yo, yo! Ich muss sagen, ich bin auch so gar nicht mehr so viel am Spielen. Auch GTA irgendwie. Kaum am Zocken. Ach ja, zwei Assists ist ja auch ein Kill. Ja, du Scheißköter von einem anderen Spieler. Hättest mir auch mal früher helfen können. Affenvieh, Alter, ey. Ohne Witz. Das Geile ist, sobald irgendwie ich hier am Aufnehmen bin, ist das mit dem Aufregen irgendwie nicht so extrem schlimm, wenn ich jetzt einfach nur so spiele. Ich mag euch einfach zu sehr, als dass ich euch damit belästigen wollte. Anscheinend. Wir liegen in Führung. Die Waffe ist zwar stark, aber du musst auch wirklich damit zielen können und treffen können, ey. Sonst kannst du es gleich vergessen.
Sicherheit. Verbündete SATCOM aktiv. Nächstes Mal, wenn man irgendwie so eine Abschussserie platziert hat oder sowas, hat man plötzlich Angst, sich so weiter zu bewegen irgendwie. Hoheit. Verbündete Lufthoheit im Anflug. Okay, da kam einer mehr. Ach, da hinten in der Ecke war noch einer. Oh, das war aber ganz schön knapp jetzt, ey. Gut. Ich würde sagen, das war's jetzt mit bisschen Call of Duty Online-Gerammel. War jetzt ein Community-Beef mal wieder. Oh, was Schönes mal. Muss man mal Zeit mal wieder. Müssen wir eigentlich mal ein bisschen öfters machen. Schauen wir mal. Gut. 16 auf 9. 4 Assists. Passt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Und hoffentlich sehen wir uns irgendwann mal online. Tschüss und ciao.